Hallo, dieses Video kümmert sich um Office 2013 von Microsoft und das grundlegende Bedienkonzept dahinter. Vor allem im Hinblick auf Anwender, die von Office 2003 kommen und das ihre letzte Version war, die sie benutzt haben. Zwischen 2007, 2010 und 2013 ist nicht wirklich ein großartiger Unterschied, was das Bedienkonzept betrifft. Dieses Video wird sich vor allem an Endanwender, User und Benutzer richten und weniger an Systemadministratoren. Von dem her liegt die Zielsetzung der Gewichtung des Videos etwas anders. Ich habe jetzt hier unter Windows 8.1 einmal Word, Excel und PowerPoint auf meinem Startscreen platziert. Ich klicke jetzt einmal hier auf Word 2013 und gebe zu bedenken, dieses Office hier ist noch nie vorher gestartet worden, um wirklich bei Null zu beginnen. Hier kommen jetzt einige Abfragen. Ich sage ja, ich möchte Microsoft bei der Personalisierung von Office helfen. Sag zustimmen. Hier kann ich das Microsoft Standardformat auswählen, um Dateien zu speichern. Und das von Open und LibreOffice. Standardmäßig nimmt man bitte immer das erste, außer man hat gute Gründe, das zweite zu nehmen. Sagt dann okay. Dann kommt ein Office-Einrichtungsassistent. Sag weiter, weiter. Und das kann ich derweil einmal verneinen und sage nein, danke, vielleicht später mit der Cloud verbinden. Nein, danke, ich brauche keinen Kurs. Alles erledigt und jetzt läuft das Office einmal grundlegend. Je nachdem, was der Office bei dir installiert hat, schon gemacht hat, kann es sein, dass der Assistent und diese Abfragen kommen oder nicht mehr. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ein neues Dokument anzulegen. Sag einmal, klicke mal aufs leere Dokument. So, jetzt habe ich hier wie bisher meinen Bereich, wo ich meinen Text schreiben kann und kann sagen, hallo, ich bin Max Mustermann. Wenn ich das doppelt anklicke, habe ich jetzt hier ein Menü, ein neues Menü mit den grundsätzlich wichtigsten Funktionen, die ich brauche, wenn ich Text formatieren möchte. Ich kann den hier kleiner und größer machen und man sieht auch hier schon eines der neuen Funktionen. Das Ding heißt Live Preview, also Live Vorschau. Wenn ich über irgendwas, eine Größe, eine Schriftgröße hier drüber fahre, bekomme ich eine Live Vorschau, wie das aussehen würde. Erst wenn ich hier einen Linksklick auf 20 mache, wird die Schriftgröße übernommen. Das gilt für viele Bereiche, nicht nur für die Schriftgröße hier und auch in allen anderen Office-Programmen. Wenn ich hier die Farbe auswähle, sieht man live beim Drüberfahren, wie das Ganze ausschauen wird. Wenn ich hier eine Formatvorlage auswähle, sieht man auch, dass das Ganze live sich ändert, bis ich draufklicke und die Änderung übernommen wird. Ich habe jetzt hier keine Menüs mehr im eigentlichen Sinne, sondern eine sogenannte Multifunktionsleiste bzw. Ribbons. Das sind hier einfach Registerkarten wie Start, Einfügen, Entwurf etc. Und unter jede dieser Registerkarten sind Gruppen hier sozusagen, so nenne ich es jetzt einmal, das ist kein offizieller Microsoft-Ausdruck, Gruppen von Befehlen zusammengefasst, die irgendwie zusammengehören. Unter Start zum Beispiel habe ich hier die Zwischenablage. Wird man, glaube ich, weniger brauchen. Häufiger ist man hier unterwegs bei Schriftart. Hier sieht man so dünne Trennlinien von den Befehlen, die zusammengehören. Wenn ich jetzt den Text hier markiere, kann ich hier ganz normal, wie ich es gewohnt bin, Fett, Kursiv aktivieren, die Schriftart ändern, die Schriftgröße ändern etc. Wenn die Befehle, die sich hier befinden, nicht ausreichen, dann hat Microsoft gesagt, machen wir ein quasi ein Erweiterungssymbol oder ein Erweiterungsmenü. Das ist dieses kleine Symbol hier. Wenn ich da drüber fahre, sehe ich ungefähr, was ich da machen kann. Und ich sehe auch STRG D, zum Beispiel ist die Tastenkombination,
die in dieses Menü hier führt. Wenn ich das Ding anklicke, komme ich zu einem altbekannten Menü, das vom Layout her gleich ausschaut wie unter Office früherer Versionen. Kann hier verschiedene Eigenschaften festlegen, OK klicken und fertig. Alles, was ich hier nicht finde, aber zur Schriftart gehört, findet sich dann hier. Das gleiche findet sich unter Absatz. Hier sind verschiedene Dinge wie die Nummerierung, Aufzählungszeichen, wie die das Ganze in Nummernform, in Punktform. Hier sind Listen mit mehreren Ebenen. Hier sind die Steuerzeichen oder Pauli-Zeichen, wie das von manchen Textverarbeitern genannt wird. Hier kann ich den Text linksbündig, rechtsbündig und so weiter einstellen. Wenn ich mehr will als das, was hier angeboten wird, klicke ich wieder hier auf das Erweiterungssymbol und bekomme die Absatzeinstellungen. Hier habe ich die Optionen, die ich in den einfachen Dingen auch habe, und zwar hier, die auch dabei sind. Hier kann ich auch die Ausrichtung ändern und andere Dinge machen, aber noch viel, viel mehr. Dann habe ich hier die Formatvorlagen, Suchen, Ersetzen, Menüs. Hier gibt es auch wieder Pfeile, hier sieht nach unten, hier sieht man, dass es mehr als nur das reine Suchen gibt. Das gleiche auch beim Markieren. Unter Einfügen kann ich hier Deckblätter einfügen, leere Seiten machen, Seitenumbrüche machen. Seitenumbruch mache ich immer dann, wenn ich mit einem Text fertig bin und den fertig geschrieben habe. Ich rufe da jetzt einmal testweise die Funktion ist gleich Lorem auf und füge damit einen sogenannten Blindtext in Latein hinzu. Wenn ich jetzt auf die nächste Seite springen will, würde ich hier nicht 100-mal Enter drücken, sondern sagen Einfügen Seitenumbruch. Damit kann ich umgehen, dass sich der Text verschiebt, wenn ich hier auf der vorherigen Seite irgendwas ändere, was das Layout betrifft. Ich kann unter Einfügen auch Tabellen einfügen, wie bereits bekannt. Ich kann Bilder einfügen von der Festplatte, Online-Grafiken, führt mich zu den altbekannten Cliparts aus früheren Versionen. Hier kann ich lizenzgebührenfreie Bilder suchen und die mit einem Doppelklick auf das Bild einfügen oder wenn ich das gleiche mache, hier auch vergrößert anschauen, mit dem X kleiner machen und dann mit einem Doppelklick oder einem einfachen Klick und einfügen, hier im Word-Dokument direkt einfügen. So. Weiters habe ich hier die Formen, mit denen ich Zeichnungen machen kann, Beschriftungen machen kann und so weiter. App Store werden die meisten Anwender vermutlich nicht brauchen. Hier habe ich Kommentare, Fußzeilen, Kopfzeilen. Kopf- und Fußzeilen ganz kurz sind Bereiche, die am Kopf der Seite oder am Fuß der Seite sich befinden und grundsätzlich auf jeder Seite gleich ausschauen. Hier kann man zum Beispiel Überschriften des Dokuments festlegen, was sich auf der Seite befindet oder was sich im Dokument grundsätzlich befindet, Überschriften vielleicht weniger. Ich kann auswählen, Seitenzahlen von bis, wo hier Word automatisch ausrechnet, wie viele Seiten es gibt und auf welcher man gerade sich aktuell befindet. Solche Dinge sind hier möglich. Zur Kopf-Fußzeile werde ich jetzt nicht näher eingehen, dafür gibt es schon andere Videos. Dann schließe ich das Ganze hier wieder. Textfelder sind möglich. Unter Entwurf habe ich die Möglichkeit, verschiedene Arten des Dokumentenlayouts zu ändern. Word unterscheidet hier zum Beispiel in Designs. Wenn ich hier wieder drüber fahre, sehe ich eine Live-Vorschau, wie das Ding letztlich ausschauen wird. Dann habe ich hier noch, wie auch immer das da jetzt konkret heißt, noch weitere Vorlagen, die zu diesem Design gehören und kann die auswählen. Hier kann ich verschiedene Farbmuster auswählen,
verschiedene zusammengehörige Schriftarten und so weiter. Das funktioniert nur, wenn man die Standardschriftarten von den formatverlangten Word nimmt. Auch das sollte in einem anderen Video besser erklärt sein. Unter Seitenlayout finde ich hier die Seitenränder, die Ausrichtung der Seite zwischen Hoch- und Querformat, das Format der Seite, die Siebentrennung, Abstände vor und nach und vieles mehr. Verweise wird auch in einem Einführungsvideo jetzt nicht erklärt. Sendungen hier wird ermöglichen, einen Serienbrief zu verschicken, beispielsweise eine Firma verschickt hat eine Preiserhöhung bekannt zu geben und schickt 100 Kunden oder 200 Kunden einen Brief, wo nur die Anrede und der Empfänger sozusagen geändert werden soll. Überprüfen, hier kann man die Rechtschreib- und Grammatikfunktion nutzen, die Sprache des Dokuments ändern, die ist vor allem für die Rechtschreibprüfung relevant und den Rest hier ist nicht relevant. Ganz hinten unter Ansicht kann ich zwischen verschiedenen Modi wählen. Lesemodus zum Beispiel würde heißen, ich kann am Dokument nichts ändern, sondern das nur vertikal wie ein Buch durchscrollen. Kann unter Ansicht Dokument bearbeiten, wieder zurückkehren. Weblayout würde einfach heißen, das Dokument schaut nicht mehr aus wie eine A4-Seite, sondern wie im Internet und passt sich quasi dynamisch an den Bildschirm an, den ich gerade vor mir habe. Braucht man aus meiner Erfahrung eher weniger. Man kann hier auch das Zeilenlineal einblenden oder den Navigationsbereich hier. Wesentlicher für Anfänger ist schon hier die Funktion Zoom, die ich aber eher hier unten steuern würde. Hier habe ich einen Schieberegler, wo ich weiter rein und weiter raus zoomen kann aus dem Dokument. Ich kann hier direkt auf den Prozentsatz klicken und verschiedene Größen auswählen. Zum Beispiel Seitenbreite würde heißen, Word passt sich je nach geöffnetem Bildschirm und Fensterverteilung automatisch an die aktuelle maximale Größe der Seitenbreite an. Vor allem Anfänger machen häufig den Fehler, dass sie, wenn sie was lesen wollen oder schreiben wollen, die Schriftgröße raufstellen, das bitte ist der falsche Weg. Man ändert nur die Zoom-Stufe und nicht die Schriftgröße. Ja. Die Schriftgröße hat nämlich die Konsequenz, wenn ich die ändere und das Dokument jemand anderem schicke, sieht er diese Schriftgröße auch. Und das ganze Dokument und die Formatierung wird sozusagen zusammengehackt. Es schaut nicht mehr schön aus. Was man macht, ist, man benutzt die Zoom-Funktion und passt sich den Text dann so groß an, dass man den angenehm lesen kann. Diese Zoom-Stufe ist nur für einen selbst relevant. Wenn man das Dokument verschickt, hat der andere normal seine 100% oder die er eben bei sich eingestellt hat. Was grundsätzlich die wesentlichste Änderung ist, ist hier, wie gesagt, schon das Menü, das ich jetzt ein bisschen im Groben durchgegangen bin. Was man hauptsächlich merkt, erst wenn man ein bisschen länger mit dem Office arbeitet, was ich in dem Video vermitteln möchte, ist, das Ding ist jetzt sozusagen kontextabhängig. Das heißt, wenn ich mit einem Text arbeite, passt sich diese Multifunktionsleiste an, was die Funktionen betrifft, die mir angezeigt werden. Das heißt, wenn ich Text auswähle, wie zum Beispiel das hier, wird hier und hier oben angeboten, was ich mit dem Text machen kann. Wenn ich ein Bild oder sagen wir, ich klicke hier auf eine Tabelle, dann sieht man hier, kommen hier in dieser gelben Schattierung zwei neue Reiter hinzu, die zu den Tabellentools gehören. Wenn ich hier doppelt draufklicke, okay, das war jetzt nicht so gut, dann macht er einen Tabulator, sollte man vielleicht nicht machen. Wenn ich aus der Tabelle rausklicke, irgendwo anders hin, verschwindet das Ganze. Wenn ich in die Tabelle reinklicke, erkennt er, ich möchte mit dieser Tabelle irgendwas machen und
sehe jetzt hier die Tabellentools in dieser eigenen Farbe, die ich jetzt als gelb identifizieren würde. Wenn ich dann auf Entwurf klicke, oder Layout, habe ich hier verschiedene Änderungsmöglichkeiten für diese eine Tabelle, die mit der Tabelle zu tun haben. Unter Entwurf zum Beispiel kann ich definieren, gibt es Überschriftszeilen. Hier habe ich verschiedene Formatvorlagen für die Tabelle, die ich hier durchblättern kann. Oder wenn ich hier unter Weitere raufklicke, kann ich eine ganze Liste an Möglichkeiten durchgehen, wie ich die Tabelle gestalten möchte. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, das ist vom Konzept her gleich wie sonst. Unter Layout habe ich andere Möglichkeiten, die mit dem Layout der Tabelle in Zusammenhang stehen. Ich kann Spalten löschen, Zeilen löschen, die Tabelle löschen. Ich kann Spalten darüber, darunter, links und rechts einfügen. Zeilen verbinden, sagen Auto anpassen. Dann passt sich die Tabelle automatisch an den Inhalt an, den ich geschrieben habe. Ich kann hier den Text entsprechend ausrichten, wenn die Tabelle das denn von der Größe her zulässt. Als Beispiel, ja. Das wird mir jetzt weniger brauchen. Auf jeden Fall geht es darum, dass hier dieses Menü nur angezeigt wird, wenn die Tabelle ausgewählt ist und ich das erst dann nutzen kann. Als anderes Beispiel ist, ich mache einen Doppelklick hier auf das Bild. Dann geht hier eine weitere Registerkarte an, die sich Bildtools nennt. Hier habe ich unter Format nur eine Unterregisterkarte mit verschiedenen Möglichkeiten, die Farben zu korrigieren. Ich kann Schnellformatvorlagen machen und mir hier 3D-Effekte rauszaubern. Hoppala. Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ich kann das Ganze wie 3D ausschauen lassen. Ich kann verschiedene Schattierungen vornehmen. Ich kann die Position ändern, ob das Ding einfach nur alleine stehen soll, das Bild, oder mit dem Textumbruch sozusagen den Text umfließen soll. Das gleiche hier mit Zeilenumbruch kann ich zum Beispiel sagen, passend, verschiebe dieses Bild jetzt etwas nach oben. Ich zoome jetzt ein bisschen hier raus und schiebe dieses Bild etwas nach oben und dann sieht man hier, es umfließt der Text sozusagen das Bild. Wenn ich es wieder doppelklicke und hier bei Zeilenumbruch sage transparent, oder mit Text in Zeile, dann würde man halt entsprechende Änderungen festlegen, dass das Ganze nicht vom Text umflossen wird. Ich kann mit Rechtsklick auf das Bild natürlich auch verschiedene Sachen einstellen, die sich auch hier oben in den Bildtools vorfinden. Wenn ich wieder auf den Text doppelklicke, sehe ich wieder, dass hier diese Zusatzmenüs, wenn man so nennen will, oder Registerkarten verschwinden. Ich habe jetzt hier wieder meinen Start sozusagen und kann hier die Schriftart bzw. sonstige Sachen ändern. Dann schauen wir, was wir noch da unten haben. Wenn ich auf die Tabelle wieder klicke, schauen wir, ob wir die noch haben. Da ist sie. Hier ist es zum Beispiel so, beim Bild kann ich doppelklicken und komme auf die Bildtools. Bei der Tabelle kann ich nicht doppelklicken, weil das Doppelklicken markiert etwas oder macht einen Tabulator. Wenn ich hier auf dieses Steuerkreuz hier, wie ich es jetzt nennen würde, doppelklicke, komme ich auch zu den Tabellentools. Weiter sehe ich jetzt hier zum Beispiel, ist dann die ganze Tabelle markiert. Das heißt, ich kann hier jetzt, habe ich die Textoptionen, die nicht nur bei der Tabelle gelten. Kann hier den Text von der ganzen Tabelle fett machen, verschiedene Schriftfarben ändern etc. Jetzt habe ich das Grundkonzept hoffentlich erläutert. Was es natürlich hier noch gibt, ist der Button Speichern. Rückgängig machen. Hier mache ich die letzte Änderung rückgängig. Hier habe ich unter dem Erweiterungspfeil eine Liste von mehreren Optionen, die ich dann
rückgängig machen kann. Hier kann ich sozusagen weiter in der Zeit zurückgehen. Hier kann ich Optionen wieder wiederholen, also das rückgängig machen, quasi rückgängig machen. Hier kann ich mir verschiedene Symbole hier in die Schnellzugriffsleiste holen, will ich aber am Anfang beziehungsweise anfangen jetzt da noch nicht so viel, möchte ich damit nicht so viel verwirren. Wichtig ist noch zum Abschluss das Dateimenü hier. Hier komme ich in die, Microsoft hat das Ding wieder Backstage-Ansicht genannt, nennen wir es einfach Dateimenü der Einfachheit halber. Hier komme ich standardmäßig zu Informationen und sehe hier verschiedene Eigenschaften von dem Dokument. Wer ist der Autor, wann wurde es geändert, wie viele Wörter habe ich etc. Unter Öffnen komme ich hier zur Möglichkeit, Dateien zu öffnen. Normalerweise öffnet man sie aber nicht hier, sondern man geht in Windows Explorer, macht einen Doppelklick auf seine .docx-Datei und öffnet die einfach. Speichern und speichern unter. Speichern unter bedeutet, eine Datei quasi erstmalig speichern oder eine bestehende Datei neu abspeichern. Standardmäßig macht man zuerst immer Speichern unter, kommt dann hier standardmäßig zu der Auswahl OneDrive, das heißt, man würde seine Datei auf einer Online-Festplatte speichern. Ich mache jetzt aber einen Doppelklick auf Computer und gehe dann hier auf meiner Festplatte in den Ordner, den ich irgendwo habe, zum Beispiel unter dieser hier oder hier unter dieser PC und kämpfe mich dann auf meinen Ordner durch. Hier würde das CAA Data heißen und hier kann ich mein Word-Dokument speichern. Dann wird die Datei gespeichert. Wenn ich jetzt etwas ändere, dann würde ich unter Datei speichern gehen und der speichert jetzt unter dem gleichen Dokumentpfad und dem gleichen Dateinamen im gleichen Ordner, das ist mit Dokumentpfad gemeint, die Änderungen, die ich gemacht habe. Unter Drucken habe ich hier jetzt die Möglichkeit, einen Drucker auszuwählen, wobei ich hier gleich eine Live-Preview oder quasi eine Druckvorschau sehe, was rauskommt. Ich kann hier zwischen den verschiedenen Seiten im Dokument wechseln und hier die Zoom-Stufe wieder verändern. Hier kann ich auf die ganze Seite zoomen, sodass ich wirklich die A4-Seite im Überblick habe. Ich kann auch hier sagen, ob ich alle Seiten drucken möchte oder nur bestimmte oder die aktuelle, die ausgewählt ist. Sortierung ändern würde heißen, ich drucke zum Beispiel 10 Exemplare von den drei Seiten, also insgesamt 30. Und es kommt die erste, zweite, dritte Seite raus, dann wieder die erste, zweite, dritte und so weiter. Oder ich möchte das getrennt haben, das heißt, erste Seite, zweite Seite, zweite Seite, zweite und so weiter, wie es hier angeführt ist. Ich kann hier auch Hoch- und Querformat ändern und auch Seiten komprimieren. Das heißt, ich kann 4 Seiten auf ein Blatt drucken. Das sieht man jetzt hier dann nicht, wie das ausschaut. Ich simuliere jetzt hier mal den Druckvorgang und gebe das Ganze in eine Datei aus, sodass man das dann sieht, wie sowas aussehen könnte. Das würde dann so aussehen. Ansonsten noch der generelle Hinweis, der auch für den Windows Explorer im anderen Video gezeigt wurde. Hier kann es sein, dass diese Symbolleiste oder diese Multifunktionsleiste ausgeblendet wurde. Dann muss ich hier zum Beispiel auf Computer doppelklicken. Oder wenn ich hier stehe, auf Start doppelklicken, damit diese dauerhaft eingeblendet ist. Oder doppelklicken, um sie dauerhaft auszublenden. Anfängen wird empfohlen, diese dauerhaft einzublenden. Das gleiche gilt hier in Microsoft Office. Ich kann hier auf Start doppelklicken und dann ist diese Leiste hier oben weg. Nur wenn ich einmal mit einem Linksklick draufklicke, kommt diese Leiste. Ich kann irgendwas ändern. Klickt dann wieder raus und sie verschwindet. Sollte für Anfänger eher nicht empfohlen sein. Ich klicke jetzt hier doppelt auf Start und blende die eben aus.
oder in dem Fall besser ein, sodass diese dauerhaft hier fixiert ist. Unter Datei kann ich hier noch unter Freigeben, das braucht man im Allgemeinen für Anfänger nicht. Was noch interessant ist, ist Exportieren. Hier kann ich gleich über Speichern unter zum Beispiel das PDF-Format auswählen, wenn man Dateien in dem Format aufbewahren möchte. Ich kann gleich wie bei X hier auf Schließen klicken und Konto und Optionen werden Anfänger eher weniger brauchen. Hier kann ich verschiedene Einstellungen in Word definieren und ändern. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist, wenn ich Excel aufmache, Tabellenkalkulation, wird in einem getrennten Videokurs behandelt. Und ich mache jetzt hier mal irgendeine Vorlage auf von Microsoft. Ist das Bedienkonzept völlig ident? Ich habe hier oben wieder meine Registerkarten mit den verschiedenen Funktionen. Natürlich leicht anders, weil es ja ein anderes Programm mit anderen Funktionen ist. Aber ich kann ja auch mit Doppelklick die Leiste wegzaubern, wieder herzaubern. Ich habe, wenn ich irgendwo draufklicke auf einen Text, hier mein Menü und hier oben. Ich habe hier zum Beispiel jetzt irgendwas gezeichnet und hier gehen eben zu dem passen die Zeichentools auf. Mit Format hier habe ich eine Leiste, wo ich jetzt hier meine Änderungen quasi definieren kann. Datei schaut völlig ident aus. Ich habe die gleichen Funktionen bei Drucken. Wie man hier sieht, schaut es im Prinzip völlig ident aus. Das gleiche zeige ich jetzt noch für PowerPoint und nehme hier eine Demo-Präsentation. Ich habe hier meine Folien wieder Start, Einfügen, Entwurf und so weiter. Datei schaut auch exakt gleich aus und funktioniert komplett gleich. Man sieht das User Interface, also die Bedienoberfläche von den Office-Programmen ist weitgehend ident. Natürlich muss man sich an die speziellen Funktionen dann gewöhnen, die man braucht. Für Anwender mit schon ein bisschen mehr Office-Erfahrungen gibt es auch Kurse für Word und Excel momentan. Diese findet ihr verlinkt bzw. unter den Playlists von BasiTV ebenfalls zugänglich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.